Hallo, grüß euch, ich bin's, der Schneller René aus Silden. Wir sind halt jetzt gerade da am Rettenbachgletscher, am Snowarm. Die letzten Tage hat es voll viel geschnieben. Der Winter ist, glaube ich, offiziell losgegangen. Voll cool, jeden Tag jetzt, Schnee ist da, alles gut. Also ich habe mich letzten Winter immer aufs Filmen und Fotografieren konzentriert. Ich mache im Prinzip mache das professionell, das ganze Snow, und bin auf der ganzen Welt unterwegs. Jetzt 2011 war ich in Japan, Kanada, quer durch Europa. Vor kurzem im August war ich noch in Chile 3 Wochen. Und ja, wir sind eigentlich immer auf der Suche nach guten Bedingungen, nach viel Schnee. Und machen halt mit diversen Filmcrews Aufnahmen, und die Filme erscheinen dann das ganze Jahr über im Internet und auf DVD. Also hauptsächlich war ich letztes Jahr mit True Color Films und Apo, meinem Brettsponsor, unterwegs zum Filmen. Die Videos kann man sich im Prinzip im Internet anschauen, auf Facebook, Vimeo und auf diversen Internetseiten, auf truecolorfilms.com und apo-snow.com. Erscheint eigentlich fast jede Woche irgendwas. Und jetzt in der Weihnachtszeit und Anfang Jännerzeit werden die Filme auf ORF Sport Plus und Servus TV gezeigt. Style versatile, that's no doubt. Them scouting for talent, I get dirty like the south. You bite one of my lines, I bust your dead in your mouth. Informers and pretenders are dealt with harshly. No mercy, sing Mr. Lee G. Also für mich Snowarm bedeutet einfach in einer gewissen Hinsicht einfach Freiheit. Oder wir haben die Mittel dazu, oder mir ist halt möglich gemacht worden, dass ich quer durch die ganze Welt reise, was sehr cool ist. Und dadurch halt auch super viele Kulturen kennenlernen und einfach ja oft natürlich auch super Bedingungen. Oder? Und wenn du dann irgendwo, so wie ich, du fast gleich Tiefschnee fahren, wenn du irgendwo dann mitten in der Pampa bist, komplett allein auf dich selber gestellt, oder das bist halt einfach dann hundertprozentig du und deine Entscheidungen. Oder? Das sind natürlich nicht immer richtig und alles, aber das Gefühl, dass du jetzt entscheiden kannst, was du tust, und du fährst da an und dann funktioniert es, das ist. Ich würde es einfach als Freiheit bezeichnen. Like, we were at the same time in Canada, just different spot. I think those guys got lucky in Revelstoke and I got very lucky in Whistler too. BC is a unique place, it's very endless. I really can understand why people just stay there for 10 years or even longer, you know, because there you have everything. Don't talk about moonshine, don't talk about wine. Yeah.
Ja, also Snowboarden im Ätztal, ich mein, Ätztal Seldner ist immer, wird immer meine Heimat sein. Ich liebe die Berge da und alles und die kommen natürlich auch super gut aus. Prinzipiell, ja, freue ich mich allem wurscht, wo ich bin. Also wenn ich durchs Tal hinfahre und nicht der Kugel sehe, oder oft, weiß ich allem, dass ich daheim bin. Und in den letzten Jahren mit dem Farmpark im Gigi auch und das Inch, also es hat sich schon was getan und es ist immer noch alles in Bewegung. Oder? Und wenn bei uns die Bedingungen gut sind, so wie es jetzt gerade zum Beispiel der Fall ist, ja, dann kannst du in Sölden alles tun. Oder so riesig, so hoch, Berge, genauso gut, Wald, alles. Also wenn es für die Bedingungen her passt, oder findest du in Sölden alles. Sölden TV. Hier bist du der Star.